Hallo Freunde der englischen Sprache. Tja, mir ist aufgefallen, dass manche Wörter aus Amerika bei uns in Deutschland, ich sag mal, ziemlich abenteuerlich ausgesprochen werden. Jetzt bin ich aber nicht so drauf, dass ich euch hier klugscheißermäßig sagen will, wie man diese Wörter eigentlich ausspricht. Denn mir ist schon eines klar. Wenn man im Deutschen redet, dann werden auch manche amerikanische Begriffe einfach eingedeutscht, weil es einfacher ist, das so auszusprechen in unserer Sprache. Also ich sage ja auch nicht zu einem Kumpel, hey, ich war letzte Woche bei McDonald's und da habe ich dann auf Twitter gelesen, yeah. Nein, also ich sage auch, hey, ich war bei McDonald's und da habe ich auf Twitter gelesen. Es ist einfach praktischer. Kurz gesagt, mir persönlich ist es vollkommen egal, wie ihr diese Begriffe aussprecht, aber es mag da draußen vielleicht Leute geben, die an der originalen Aussprache interessiert sind, weil wir solche Begriffe und auch Markennamen einfach oft verwenden. Und für genau solche Sprachliebhaber startet das Amerika-Lexikon hiermit eine neue Serie. So, da sind wir und legen auch schon los. Ich habe hier die Super Bowl vorbereitet. In dieser Schüssel befinden sich zusammengeknüllt alle Wörter, die ich mir so aufgeschrieben habe, die immer falsch ausgesprochen werden. Und ich ziehe jetzt einfach eins und dann schauen wir uns das mal näher an. Ich weiß, ein geniales Sendekonzept. Vielleicht mal den ersten, der hier oben liegt und sich so anbietet. Und dann schauen wir mal, was da angeboten wird. Oh ja. Gleich mal eines meiner Lieblingswörter, die ich immer höre, und zwar dieses Wort. Eine Firma, die ihr vielleicht vom Online-Bezahlen kennt. Und die Frage lautet, heißt diese Firma PayPal, heißt sie PayPal oder heißt sie PayPal? Wir machen es kurz. Die Antwort lautet, sie heißt PayPal. Warum? Tja, wir haben einmal hier Pay, vom Englischen to pay heißt bezahlen, das wissen die meisten wahrscheinlich. Und wir haben das Wort Pal. Pal ist im Englischen ein Freund, ein Kumpel, ein Spezi. Und damit ist es ein Bezahlfreund, der einem beim Bezahlen online hilft. Eigentlich ein ganz netter Firmenname. Es ist übrigens nicht PayPal. Wenn es PayPal wäre, würde man es P-A-U-L schreiben. Das ist eine ganz fiese Geschichte, weil Paul ist ja der englische Name Paul. Und es ist nicht der Freund, dieser Perl heißt nicht Paul, sonst wäre es der Bezahl-Paule. Ist er halt nicht. Im Deutschen fällt da leider diese schöne Alliteration eigentlich weg, dieses P-P. Ja, also Bezahlfreund klingt es nicht ganz so toll. Vielleicht der, keine Ahnung, Finanzfreund, der Kostenkumpel, der Bezahlspezi, der Spesenspezi, das würde passen. Naja, wie auch immer, das Ding heißt PayPal. Weiter geht's. So, für die Nummer 2 greife ich mal ganz tief hier in die Schüssel rein. Und ich sag's euch gleich, da sind ziemlich viele Eigennamen von Firmen drin in dieser Schüssel. Und, oh ja, das ist auch ein richtiger Klassiker, den wir haben. Das darf natürlich nicht fehlen. Und zwar heißt diese Marke entweder Nike oder heißt sie Nike? Die Antwort lautet, sie heißt Nike. Das heißt, das E, im Englischen hier ein I ausgesprochen, wird am Schluss tatsächlich ausgesprochen. Ich weiß, im Englischen werden E's am Ende oft nicht ausgesprochen, ist hier aber nicht so, weil dieses Wort kommt aus dem Altgriechischen. Das heißt, im Altgriechischen, antiken Griechenland, da gab es eine Göttin, die Göttin des Sieges, und die hieß Nike. Und da hat man halt das E hinten gesprochen. Das heißt, das hier ist ein Eigenname aus dem Griechischen und kein englisches Wort. Deswegen wird das Schluss-E einfach hier gesprochen. Von Nike, das war dann die gleiche Göttin, die bei den Römern dann zu Victoria wurde, die Siegesgöttin. Und davon kommt das englische Victory. Ist natürlich ein schöner Name für eine Sportmarke, wenn die sich nach der Siegesgöttin benennt. Das heißt, wir tragen an den Füßen Nikes, wir tragen keine Nikes. So, auf geht's zum nächsten Wort. Auch hier können wir nochmal gut durchmischen. Und das bietet sich doch hier ganz gut an. Und zwar, was ist diesmal?
Oh, ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Ihr dürft natürlich nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und am besten auch die Glocke zu drücken. Das war jetzt ganz schön fies platzierte Werbung. Den hier. Bin schon gespannt, was daraus wird. Oh, ein Klassiker, der gerade für YouTuber wie mich immer wieder wichtig ist. Eine Firma, die sich so nennt. Tja, heißt diese Firma Adobe? Heißt sie Adobe? Oder heißt sie Adobe? Also ich habe alle schon ziemlich oft gehört. Und die Antwort lautet, diese Firma heißt Adobe. Warum Adobe schon wieder ein E, das am Ende gesprochen wird? Es hat einfach damit zu tun, auch das hier ist nicht wirklich ein englisches Wort. Es kommt aus dem Spanischen. Und zwar vom spanischen Wort El Adobe. Und das Wort heißt auf Spanisch der Lehmziegel. Also es handelt sich hier um ein Baumaterial. Das findet man zum Beispiel im Südwesten der USA, also Arizona, New Mexico, an der Grenze zu Mexiko. Und da stehen auch heute noch Gebäude, die so aus diesen, ja, was sind das? Erdziegeln gefertigt sind. Das sind Adobe-Ziegel. Adobe ist, das E wird hinten gesprochen. Im Englischen wird dann aus dem E wieder ein I. Deswegen Adobe. Das Programm heißt Adobe. Also für alle Freunde von Photoshop oder ja, Grafikarbeiten aller Art, die benutzen das gerne. Die Marke will also sagen, wir sind der wichtige Baustein, aus dem Grafikarbeiten gebaut und geschaffen werden. Und deswegen heißt das Ganze Adobe. Tja, das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuschauen. Und diese Wörter hier sind übrigens alle von mir gesammelt. Das heißt, ihr könnt gerne Wörter auch in die Kommentare schreiben, falls ihr immer mal wieder etwas hört, was falsch ausgesprochen wird oder wo ihr euch gar nicht sicher seid, wie man das eigentlich ausspricht im Englischen. Einfach unten reinschreiben. Ich nehme es dann gerne hier in meine Super Bowl mit auf. Das war's mit Folge Nummer 1. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ich bin Kilian vom Amerika-Lexikon und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Über den Link in der Beschreibung könnt ihr mich unterstützen, indem ihr mir einfach einen Kaffee ausgebt. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt, dann schaut auf www.kilianhein.de vorbei. See you next time.